Techniker Nico ruft gerade au ja in den Saal und recht hat er damit, denn das ist so eine Aussage, ein Ausruf, den wir in den letzten Wochen sehr vermissen, denn er ist stellvertretend für das Inklo Impro Theater, was seit inzwischen, glaube ich, 2-3 Jahren bei uns probt und seine Workshops macht, sogar schon länger, wird mir gerade signalisiert. Und auch das ist natürlich mal wieder eine Seite, die wir hier im Kulturraum sehr gerne aufschlagen. Und die Workshops mit dieser inklusiven Gruppe unter Leitung von Karim Badar ist uns hier sehr ans Herz gewachsen. Und ich muss immer sagen, wenn die Workshops hier stattfinden, es bleibt so ein wunderbarer Hauch an Optimismus im Raume hängen und trägt auch ein Weilchen noch nach. Und wir freuen uns immer, wenn die Gruppe wieder da ist und zu Weihnachten dann auch ein ganz besonderes Weihnachtsspecial serviert. Und wir werden gleich ein bisschen teilnehmen an den Proben. Allerdings nicht bei uns, sondern wo wird die Probe stattfinden? Wegen Corona können wir es bei uns leider gerade nicht machen. Ja, den Beitrag, den Sie jetzt gleich sehen werden, der wurde in der St. Anna-Kirche gedreht. Und mit dieser Einführung kommen wir langsam auch schon zum Ende unseres digitalen Kultursalons. Aber keine Sorge, es kommen tatsächlich noch 3 weitere KünstlerInnen, die noch kleine verschiedene Kulturhäppchen vorstellen. Zuerst kommt die Inklo-Impro-Theatergruppe, die nicht nur in diesen Zeiten sich geschickt den äußeren Umständen anpasst und das Bestmögliche daraus macht, wie wir jetzt gleich in dem Beitrag sehen werden. Jörg Kaspers, Mitarbeiter im Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid, sowie die Theaterpädagogin Karin Badar erläutern die Hintergründe dieser Theaterarbeit und es werden auch einige Impro-Theaterspieler selbst zu Wort kommen. Im April starten dann auch wieder die Proben bei uns im Kulturraum Die Flora und im Dezember kann dann die Theatergruppe dann ihr Können bei der Impro-Show unter Beweis stellen. Darüber hinaus wird Karin Badar an verschiedenen Veranstaltungen im Laufe des Jahres mitwirken. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum der Kulturszene, des Kultursalons 2021. Ich darf Sie stellvertretend sehr herzlich hier aus der St. Anna-Kirche begrüßen. Mein Name ist Jörg Kasper, ich bin Mitarbeiter des Diakoniewerkes Gelsenkirchen und Wattenscheid und stolz darauf, zu den Gründungsmitgliedern des Inklo-Impro-Projektes zu gehören. Ja, mein Name ist Alexander Gerstner. Ich spiele auch schon seit ein paar Monaten beim Impro-Theater mit und mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß, der Karin beizustehen, weil ich sie so gern habe und einfach von ihr noch mehr lernen möchte. Das Gelsenkirchener Inklo-Impro-Theater-Projekt besteht seit August 2015. Es hat zum Ziel, Menschen mit und ohne psychische Erkrankung oder Behinderung im Theaterspiel weiter zusammenzuführen, um auf diesem Weg den Gedanken der Inklusion praktisch und mit dem Werkzeug des Improvisationstheaters erlebbar zu machen. Okay, ich sage Schwimmbad. Was? Schwimmbad. Wenn ich gucke, sag, was die anderen machen. Schwimmbad. Ja, mein Name ist Katrin von Behrens. Ich bin jetzt schon seit 4 Jahren Mitglied beim Impro-Theater, Inklo-Impro. Und mir macht es einfach unheimlich viel Spaß. Es ist halt so, man vergisst den Alltag, man lebt einfach im Impro-Theater. Man kann sein, wie man ist. Und ja, man vergisst einfach so die Alltagssorgen und alles, weil man einfach im Spiel drin ist. Es riecht die Fantasie an. Das ist halt unheimlich schön. Was ich auch sehr gut finde, ist halt unsere Impro-Gruppe.
Wir sind im Laufe der Jahre auch als richtige Gruppe, als festes Team zusammengewachsen. Und es macht unheimlich Spaß, mit den Impro-Spielerinnen und Spielern halt zu trainieren und uns halt regelmäßig auch zu sehen. Also das Impro-Theater macht mir sehr viel Freude und gibt mir persönlich auch unheimlich viel. Fußball. 10 bis 15 Personen gehören zum festen Stamm der Gruppe, der regelmäßig am Improvisationstheatertraining und an Auftritten teilnimmt. Angeleitet und begleitet wird das Projekt durch die Schauspielerin und Theaterpädagogin Karin Badar. Für Proben bzw. Trainings als auch für Auftritte stehen freundlicherweise dieser Kirchenraum, das Sozialwerk St. Georg und der Kulturraum die Flora zur Verfügung. Mein Name ist Luisa Klein. Ich bin jetzt seit maximum 2 Jahren hier beim Impro-Theater und es macht mir sehr viel Spaß und Freude, aufgrund auch, dass man keine Fehler dabei machen kann, einfach drauf los, hinaus und so. Und ja, viel Freude eben halt und die Gruppe gefällt mir auch sehr gut und es macht mir sehr viel Spaß und Freude. Die kleine Stimme, das heißt gleich, wird an einem Ort, den ihr noch bestimmt, wird ein Gegenstand zum Leben erwachen. Und Tim wird es entdecken in seiner Rolle, ja. Ne, das ist Gustav. Das ist Gustav. Gustav, ja. Das ist Annegret. Und dieser Gegenstand spricht dann irgendwann, die Stimme wird Jörg. Finanziell wird und wurde das Projekt bisher über die Arbeitsgemeinschaft der Gelsenkirchener Behindertenverbände und Selbsthilfegruppen, über den Kulturraum die Flora, das Referat Gesundheit der Stadt Gelsenkirchen sowie über das Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e.V. und das Sozialwerk St. Georg getragen. Ach, hallo, Annegret. Hallo. Was machst du denn hier? Ich warte auf jemand. Ach, du wartest hier? Ach, du möchtest auch in die Kirche? Ja. Ach, das trifft sich gut. Ich habe heute auch irgendwie totale Lust auf Gottesdienst. Ja, ich habe auch so vor Weihnachten. Zu einigen Worten über das Wesen des Improvisationstheaters übergebe ich nun an Karin Badar und darf Ihnen kurzweilige Unterhaltung wünschen. Was ist Impro-Theater? Impro-Theater ist spontanes Theater. Wir Impro-Spieler wissen, dass wir spielen, aber wir wissen nicht, was wir spielen. Und wir spielen mit den Vorgaben des Publikums. Das heißt, das Publikum gibt Gegenstände oder Orte vor und danach wird eine Szene improvisiert. Das Wunderbare am Impro-Theater ist, dass man eigentlich gar keinen Fehler machen kann. Wenn ein Fehler gemacht wird, wenn eine Szene nicht so gut klappt, wird aus dem Fehler das Beste gemacht. Das heißt, das Spielen geht eigentlich immer weiter. Und wenn man keine Idee hat, wartet man einfach ab, bis eine nächste kommt. Die Würde des Scheiterns, heiter scheitern, darum geht es auch. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, wird immer was draus gemacht. Und das kann wirklich Spaß machen. Hey! Ja, du! Hä? Guck mal zwischen deinen Füßen. Ach! Gustav? Ach! Gustav! Guck mal hier! Ich bin's! Ach, guck mal hier! Eine achtlos weggeworfene Oblate! Ach du meine Güte! Gustav, guck mal hier, Annegret, was ich hier gerade gefunden habe. Ach, hat ja einfach hingeworfen. Gustav! Eine. Gustav! Ja! Geh vorsichtig mit mir um. Ach, du kennst mich sogar. Ja, ich habe ja gerade deinen Namen gehört. Ja. Ihr seid doch Gustav und Annegret, ja. Ja. Gustav. Ja. Es soll Regen geben. Ja, es gibt Regen heute. Ja. Und ich habe keinen Regenmantel. Nein, ich stecke dich in meine Tasche. Ich habe eine ganz große Tasche für dich. Mach mal. Ja? Mach mal. Guck mal hier. Da. So. Gustav. Oh, hol mich doch wieder rum. Nee. Gustav. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen zu eng für Gustav, dich. Gustav, komm jetzt zum Ding. Außerdem kriege ich Angst. Gustav, Annegret. Ja? Ich ziehe jetzt bei euch rein. Ja, mach das. Okay. Wir freuen uns. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt, komm. Aber mach ich so lange ganz kurz in die Tasche stecken. Verabschiedet euch, wir gehen jetzt. Okay, so.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich nehme den Ring. Ich passe auf. Pass schon auf. Ja, mach ich? Okay. Gib noch mal den Fahrrad. So.